Greif mich an, los. Wow. Wow, okay. Es verfolgt. Einsatz von Rückzugkeep gesehen, Einsatz von Biss gesehen, registrierte Formen. Willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus hier im Obsidian-Grasland. Wir haben jetzt eine weitere Aufgabe bzw. weitere Aufgaben bekommen, wo wir neue Pokémon fangen müssen und werden das Ganze uns jetzt anschauen. Jetzt will ich aber gerade mal gucken, wir haben jetzt die Möglichkeit, sobald wir das dementsprechend fokussieren, dann einmal hier auf diese Option zu gehen, was uns eben noch alles für Aufgaben fehlen. Für beispielsweise eben das Bidisa. Exemplare gefangen, 1, 3 Stück, 6 Stück, 12 Stück, 25 Stück und so weiter und so fort. Das sind alles Aufgaben, die wir dementsprechend jetzt erledigen werden. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ist die Frage, können wir... Ah, okay, und das gesamte Team levelt dann mit. Ich mache mal gerade meine Facecam eben aus. Boah, wir können das... Boah, wir können richtig grinden. Okay. Okay, das finde ich mega geil. Aber sie werden mit in dem Team aufgenommen. Aber es ist mega cool, dass man mehrere Pokémon dementsprechend auf einmal fangen kann. Und man eben nicht warten muss, bis dementsprechend das erste... Ja, dann auch geklappt hat. Wir wollen aber erstmal zu Lumia gehen. Und gucken, was sie zu sagen hat. Zur Erinnerung ist hier noch einmal der Tipp, den alle Forschungstruppmitglieder kennen sollten. Visiere ein Pokémon an, indem du die ZL-Taste drückst und öffne dann den Pokédex durch Drücken des Abwärtsknopfs. So kannst du die relevanten Pokédex-Aufgaben direkt ansehen. Wirf mal einen Blick auf für die Staralili. Okay. Bei einer Aufgabe geht es darum, die Pokémon zu fangen, ohne von ihnen entdeckt zu werden. Versteck dich dazu am besten im hohen Gras. Das hatte ich dir ja bereits bei der Aufnahmeprüfung erklärt. Okay. Gut, ich gehe dann schon mal weiter. Probier du dich doch erstmal an ein paar Pokédex-Aufgaben. Ja, super. Sauber. Ah, jetzt haben wir aber auch einzelne NPCs hier dementsprechend auch stehen. Solange Pokémon in guter Verfassung sind, lassen sie sich nur schwer fangen. Wenn du aber ihre KP in einem Kampf verringerst und bei Statusproblemen auslöst, sollte es einfacher gehen. Ah, okay. Ich denke also ganz normal, dass man hier vielleicht dann noch eben noch ein paar Tipps bekommt, ganz am Anfang vom Spiel. So, Exemplare gefangen. Exemplare besiegt, registrierte Form, die sich entwickelt haben. Okay. Ohne entdeckt zu werden. Das schaut gut aus. Auch dort. Nein, daneben! Yes! Okay, cool. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. 2 von 2, die Aufgabe haben wir erledigt. Staralili sucht natürlich jetzt ein bisschen das Weite. Das hat sich nach einem Scheinungs angehört. Und? Sehr schön. Okay, die Anzeige ist relativ cool. So, Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Jetzt ist die Frage, ob die Facecam jetzt dementsprechend besser sich machen würde, oben rechts in der Ecke. Mal einfach mal gucken. Genau, wir müssen jetzt einmal xen und demnach unsere Pokémon einsetzen, um eben hier nochmal ein paar Bären einzusammeln. 3 Stück insgesamt. Sehr schön. Haben wir irgendwo noch ein weiteres Staralili hier im Gras oder so? Oh. Ups. Sauber. Mir fehlt aber jetzt gerade irgendwie auch so ein bisschen die Musik hier im Grasland, oder? Oh.
Ich glaube, das fliegt jeden Moment weg. Okay. Und? Sauber. Auch das haben wir gefangen. So, okay. Dann lasst uns mal gucken. Haben wir noch weitere Staralili irgendwo hier? Lasst uns mal hier die Gipfel hochgehen. Gucken, ob wir da... Haben wir demnach jetzt noch andere Pokémon? Oder ist es jetzt wirklich so das erste Gebiet hier quasi? Oh, okay, wir kommen. Wow, okay. Sauguter Sprung. Scheinungs hat uns entdeckt. Beziehungsweise hat was gehört. Und soll gerade mal gucken hier. Auch hier können wir wieder ein paar Beeren einsammeln. Aber es ist echt verdammt ruhig, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr ruhig. So. Wie dieser lässt sich ja immer sehr, sehr einfach fangen. Sehr gut. Ich denke mal, dass diese ganzen Leute der Galaktik-Expedition hier stehen, um eben noch ein paar Tipps zu geben. Was haben wir hier? Fittlauch. Ah, das sind diese ganzen Ressourcen, die wir jetzt im Endeffekt sammeln können. Oh. Wir werden jetzt hier... einmal aus dem Hinterhalt angreifen. Yes! Sehr schön. Gefangen. 5 von 6. Sehr schön. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Sauber, okay. Aber ist das jetzt wirklich so, dass es hier so leise ist? Können wir da gerade mal... Ach nee, Moment. Wo war das gleich? Vielleicht hier drüber, bei Einstellungen. Aber hier ein für sich auch nicht. Musik... Nö, das scheint wirklich so zu sein, dass wir hier einfach nur die Stille der Natur genießen können. Jetzt haben wir das Staralili ein bisschen erschreckt. Macht aber nichts. Hufeisenwiese. Wir haben einen Wurmpel. Wir haben einen Wurmpel. Wurmpel haben wir noch nicht. Das sollen wir ja für den einen noch fangen. Okay, Wurmpel gefangen. 1 von 1. Sehr schön. So, ohne entdeckt zu werden. Auch das haben wir erledigt. Okay, dann lasst uns hier einmal zu Lumia gehen. Die ja mit Sicherheit auch schon weitere Aufgaben für uns hat. In dieser Gegend lebt ein Pokémon namens Barmelin. Genau wie Scheinungs verfügt es über eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Da ist Vorsicht geboten. Wenn du es fangen willst, musst du dich ihm im Kampf stellen. Cool. Wenn du zu viel Schaden erleidest, färbt sich der Rand des Bildschirms rot, um dir mitzuteilen, dass du dich in einer Notlage befindest. Mit der Zeit erholst du dich automatisch, aber nur, wenn es kein wildes Pokémon mehr auf dich abgesehen hat. Wenn du in einer Notlage bei rotem Bildschirmrand noch mehr Schaden erleidest, wird dir schwarz vor Augen. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, für deren Erfüllung man Barmelin dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke ausführt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Für manche Aufgaben ist es also notwendig zu kämpfen. Na dann, erlege dir ein paar von Barmelins Aufgaben und komm dann wieder zu mir. Aber sicher doch. Okay. Dann wollen wir mal. Barmelin, wir wechseln jetzt gerade mal hier die... Pokémon. Perfekt. Werden wir mit einem Staralili bekämpfen. Zip. Und wir gehen in den Kampf. Ei. Setz Windstoß ein. Und nochmal Windstoß. Sehr schön. Das war kein Volltreffer.
Und wenn ich jetzt, ich möchte jetzt einfach mal ein Pokémon besiegt haben und dann verschwindet es. Wir bekommen zwar EP dafür, aber es verschwindet. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier noch weitere Aufgaben. Oh, was ist das denn? Hier kann man wahrscheinlich später mit interagieren. Galaktikmitglied. Ich finde halt hier so ein bisschen schade, dass sie wirklich, dass sie wirklich so regungslos einfach da stehen. Und klar, der Kopf wird mitbewegt und so, aber das, weiß ich nicht. Man hätte vielleicht ein paar mehr Aktivitäten mit reinnehmen können. Jetzt haben wir hier noch, oh, Bidisa, Bidisa. Können wir ja mal gucken, dass wir die Anzahl demnach ein bisschen schauen, dass wir die nach oben kriegen. Ich habe gerade noch was anderes gehört. Ist hier noch ein weiteres Pokémon? Im Wasser vielleicht? Kann unser Trainer schwimmen? Beziehungsweise wir als... Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh! Okay, wir können aber... Oh! Wir können aber auch ertrinken. Okay. Wir können ertrinken. Lange schwimmen ist also nicht. Shit. Okay. Da ist ein Barmelin. So. Scheinungs. Ab geht's. So. Okay. Rückzug-Hieb wird eingesetzt. Wir haben Kampf. Donnerschock. Oh. Und? Jetzt heißt es Items. Können wir ein... Oh, ein Pokéball. Okay. Werfen. Wobei wir den Wechsel auch mit hätten mit X machen können. Sauber. Sehr schön. Klasse, Barmelin wurde gefangen. Cool. Barmelin neu 1 von 1. Okay. Dann lasst uns schauen, was wir noch alles machen können. Haben wir noch mehr Barmelins hier am Fluss? Ich finde auch am Wasser, finde ich, die Grafik hat sich auch noch ein bisschen verändert, verbessert. Bäume, ich weiß nicht, Bäume mag Game Freak irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl. Okay. Bam. Oh. Nö, kein Bock. Er geht weg. Das war gerade ein bisschen zu blöd geworfen. Fittlauch. Wir müssen uns vielleicht anschleichen bei Wampel. Ich weiß nicht. Okay, perfekt. Auch hier. Na, er ist nicht drin. Und nochmal. Direkt nochmal probieren. Yes. Okay, sehr schön. Wir haben aber hier auch noch einen Bidisa. Können wir gerade mal eben durchscannen, was für Aufgaben dementsprechend offen sind. Schwere Exemplare gefangen. Noch gar keine. Exemplare besiegt. Müssen wir noch einiges erledigen. Aber erstmal ist ja unser Hauptaugenmerk auf Barmelin. Ja, wollen wir mal hier wieder Richtung Lumia laufen. Hier ist jetzt ein für sich kein Barmelin mehr. Also hier ist doch etwas leer. Das Wampel nehmen wir mit. Perfekt. Okay, ein paar Aufgaben haben wir abgeschlossen für Barmelin. Du gibst wirklich immer alles, was? Deswegen möchte ich dir diese Handwerkskiste schenken. Ja, cool. Wir haben eine Handwerkskiste bekommen. Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Okay. Wenn du in deiner Tasche unter Basis-Items die Handwerkskiste auswählst, kannst du Items herstellen, wo auch immer du willst. Dabei kannst du allerdings nur auf die Materialien in deiner Tasche zugreifen und nicht mehr Items herstellen, als in deiner Tasche Platz haben. Außerdem gebe ich dir diese Anleitung, mit der du Tränke herstellen kannst.
Okay, auch das. Ah, Fittlauch, okay. Mit der Handwerkskiste ist es dir möglich, unabhängig von einem Standort Items aus Materialien in deiner Tasche herzustellen. Okay. Das stand schon da, was welche Ressourcen wir für was gebraucht werden. In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Noch nicht berichtete Aufgaben, 20, okay. Sauber. Okay. Also wir haben da noch einiges. Scheinungs. Ja, Scheinungs. Wir können jetzt noch ein bisschen rundreisen hier. Vergiss übrigens nicht, Professor Levin alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Okay, dann werde ich das mal tun. Staralili haben wir aber auch noch einiges, was wir eben noch nicht gesehen haben. Lululululululul. Ah. Bam! Staralili wurde überrumpelt. Wir sind also als Erster an der Reihe, was den Kampf angeht. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir gehen direkt in den nächsten Kampf. Staralili ist. Oh nein, es ist geflohen. Warum? Oh, ein Evoli. Leute, wir haben ein Evoli gefunden. Wir schleichen uns mal an. Okay, es läuft weiter, es läuft weiter. Oh nein, es ist abgehauen. Okay, wir hätten hier vielleicht ein bisschen schneller reagieren müssen. Okay, was haben wir hier? Was ist hier mit den Steinen? Soll wahrscheinlich Blütenstaub darstellen. Fittlauch haben wir noch. Oh. Okay. Na dann. Bevor ich attackiert werde, dann. Ah, gut, Staralili war natürlich jetzt nicht so sonderlich gut dagegen, aber vielleicht. Nee, das war nicht gut. Können wir tauschen? Können wir. Wie können wir denn tauschen? Ach so. Oder können wir während des Kampfes nicht? Oder bin ich gerade einfach nur zu blöd dafür? Achso, Moment. Ah doch, Pokémon. Hier können wir wechseln. Einwechseln, alles klar. Das geht nicht über das Schnellmenü. Und ab geht's. Jawohl, Scheinungs wurde besiegt. Sehr cool. Aber ich würde gerne mal wissen, was. Ja, komm, du und ich. Greif mich an, los. Wow. Wow, okay. Es verfolgt. Einsatz von Rückzug-Hieb gesehen. Einsatz von Biss gesehen. Registrierte Formen. Mit Attacke vom Typ Boden besiegt. Exemplare gefangen. Okay. Das ist schon was knackiger jetzt. Alles klar. Wir hauen mit Glut direkt rein. Und werfen einen Pokéball. Und bleibst drin. Yes. Sehr schön. Klasse, Scheinungs wurde gefangen. So können wir schon mal die eine Aufgabe erledigen, die wir eben bekommen haben im Jubeldorf. Okay, tatsächlich ist es so. Ich wollte es einfach ausprobieren. Es war mir klar, dass es eben abwirft, aber. Huah! Yes, und wir haben es gesehen. Aber was hat das gezählt? Einsatz von Rückzug-Hieb gesehen.
Warum hat das nicht ge... Ach, muss das... Das muss im Kampf passieren, nehme ich an. Okay. So. Okay. Kampf. Nehmen wir Glut. Drück zum Hieb. Boah, direkt zwei hintereinander. Alles klar. Und nochmal Glut hinterher. Sehr schön. Scheinungs wurde besiegt. Oh. Oh, nochmal. Oh, das ist schon wieder ein... Nee, ah, das ist... Ups, das ist schon wieder ein neues. Jetzt haben wir direkt zwei. Aber das andere bekämpfen wir noch nicht, ne? Nein. Okay. Sauber. Jetzt wird's aber gerade kritisch. Jetzt wird's kritisch. Hätten wir jetzt direkt den anderen auch mit interagieren können? Scheinbar, oder? Ich glaube aber jetzt, oh! Ah, Feuerriegel wird aber jetzt fallen. Feuerriegel ist besiegt. Wir rufen Feuerriegel zurück. Und werden jetzt ein Bidisa reinschicken. Das wird, ah, ist nicht so effektiv. Walzer, oh, die Animation sah cool aus. So. Oh, wir haben gar keine Pokébälle mehr. Okay. Nein. Ich möchte nicht fliehen. Und nochmal Walzer. Sehr cool. Du hast Shinings besiegt. Alles klar, es hat sogar eine Beere fallen lassen. Okay, dann würde ich sagen, würden wir eigentlich mal lieber wieder zurück zum Dorf, oder? Wobei, nee, brauchen wir ja gar nicht. Brauchen wir nicht. Wir müssten ein für sich gerade nur, genau, einmal hier Basis-Item in die Handwerkskiste und das, genau, herstellen. Wir können einige davon herstellen, 10 Stück. Tränke. Naja, wir bräuchten Beleber. Beleber haben wir ja noch nicht. Beziehungsweise können wir noch nicht herstellen. Gehen wir mal zurück. Also hier sind auch nur Shinings noch. Sonst. Oh. Ich würde mich gerade doch eher distanzieren von dem Shinings. Echt? Läuft uns das hinterher? Echt jetzt? Okay, nee, wir sind uninteressant geworden. Aber die Interaktion finde ich schon, ist schon sehr, sehr cool. Aber schade, dass wir das Evoli nicht gefangen haben. Da war ich ein bisschen zu hastig. So, komm. Jawohl. 5. Oh, Leute. Gönnt euch den Soundtrack. So wollen wir es doch haben. So wollen wir es haben. Wie sieht es eigentlich da aus mit den Aufgaben noch weiter? Exemplare besiegt. Ja, wir könnten mal hier noch vielleicht 2, 3 Kämpfe eben ausführen. Aeroass, sehr schön. Oh, Level 3. Elisa sieht sich aufmerksam um. Sehr schön, dann haben wir ja schon mal den ersten Schwung an Aufgaben erledigt. Exemplare besiegt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Und dann lasst uns mal zurückgehen, oh Gott. Ist das schön, ist das einfach schön, diese Musik zu hören. So, jetzt sind wir bei der Basis. Professor. Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hat die Lumia alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was mit dem Forschungsberichten auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir einen Bericht erstattest, kannst du Belohnung erhalten.
Durch Forschungsberichte kannst du unabhängig von dem Level und der Anzahl der gefangenen Pokémon Geld verdienen. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein Pokémon zum ersten Mal fängst, bekommst du noch mehr Geld. Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. Wow, einiges haben wir. So, gefangene Pokémon 19. Über mindestens 10 Pokémon auf einmal Bericht erstattet, haben wir auch erledigt. Gefangene Pokémon-Arten 5. Zum ersten Mal gefangene Pokémon 5. Durch Überraschungsmanöver gefangene Pokémon 6. Wir bekommen dafür jetzt gerade mal eben so 2.393 Euro. Ja, Pokédollar. Ja, Euro nehme ich auch gerne. So. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Sehr schön. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte abgibst, steigt der Forschungslevel einer Pokémon-Art. Auf Level 10 ist der Pokédex-Eintrag vervollständigt und es erscheinen detaillierte Informationen zum Pokémon. Cool. Durch das Erfüllen von Aufgaben und Vervollständigen von Einträgen steigen in deiner Pokédex-Übersicht angezeigte Forschungspunkte. Sobald du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, kannst du deinen Mitgliedsrang erhöhen lassen. Aha. Vervollständigt? So, was fehlt jetzt hier noch dann? Ah, okay. Das sind jetzt die... Eines ist von Glut gesehen, Rückzugkrieg gesehen. Ah, okay, verstehe. Neu registrierte Pokémon. Ah, okay, verstehe. Wir kriegen... Das sind jetzt die verschiedenen Punkte, die wir kriegen. Du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kannst du nun im Mitgliedsrang aufsteigen. Wundervoll. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestes Bericht erstatten. Du hast dir deinen ersten Stern redlich verdient. Wir reisen zurück nach Jubeldorf und werden jetzt unser Sternchen abholen. Jubeldorf, okay. Wir werden jetzt zum Hauptgebäude gehen. Ich drehe mich einmal hier zur Kamera. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich habe jetzt aber noch eben eine Sache, die ich jetzt loswerden möchte. Und zwar werde ich jetzt gleich jeden Moment den Gewinner verkünden, der eben bei dem Pokémon-Legenden Arceus-Gewinnspiel teilgenommen hat. Es waren sehr, sehr viele Kommentare, wirklich sehr, sehr viele verschiedene Geschichten auch dazu. Und den Gewinner, den werde ich jetzt bekannt geben. Das war die 4. Folge Pokémon Legenden Arceus und es ist wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel meiner Meinung nach. Es macht mir bisher sehr, sehr viel Spaß. Man muss sich aber eben auch auf das Spiel einlassen. Der Pokémon Legenden Arceus Survival Guide kam, glaube ich, am 10.01. online und es sind eifrig viele Kommentare geschrieben worden. Insgesamt mit meinen Antworten zusammen, glaube ich, mittlerweile 54 oder 55 Stück an der Zahl oder 51, irgendwo in dem 50er-Bereich nun mal. Und es war doch sehr, sehr interessant zu lesen. Verschiedene Geschichten, verschiedene Ansichten zu dem Spiel, verschiedene Meinungen, worauf ihr euch überhaupt freut oder wo ihr sagt, hier bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich möchte euch aber nicht länger auf die Folter spannen, nein, ich möchte den Gewinner bzw. die Gewinnerin von Pokémon Legenden Arceus verkünden, denn dieses Spiel wird schon bald in deinen Händen liegen. Du wirst es bald schon zocken können und ja, es sind wie gesagt viele verschiedene Kommentare und auch sehr viel auch an Aktivität insgesamt auf dem Kanal dadurch dazugekommen. Viele Abonnenten, die dementsprechend auch schon woanders mit in den Videos geschrieben haben und. Das freut mich natürlich sehr, dass auch eben die anderen Videos dementsprechend euch gefallen und man hier nicht nur auf dem Gewinn aus ist. Aber das war, wie gesagt, nicht die Voraussetzung zu dem Gewinnspiel. Ihr solltet einfach nur unter den Survival Guide dementsprechend einen Kommentar posten und einfach mal schreiben, worauf ihr euch am meisten freut. Und jetzt möchte ich den Gewinner bekannt geben, beziehungsweise die Gewinnerin. Das Pokémon Legenden Arceus Survival Guide Gewinnspiel hat gewonnen. Es sind wahnsinnig viele Kommentare, aber es ist einfach so, ich habe es per Zufall ausgelost und ja, möchte jetzt dementsprechend die Gewinnerin bekannt geben. Gewonnen hat
Pokémon Legenden Arceus für die Nintendo Switch. Die liebe Sapse mit ihrem Kommentar. Herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen. Ich freue mich, dir das Spiel zuschicken zu können. Dafür einfach eben auf meinen Discord-Server kommen, deine Adresse bekannt geben und dann werde ich das Ganze dementsprechend einpacken und dir gerne auch zuschicken. Ich möchte aber gerade noch mal eben das Kommentar vorlesen, was du geschrieben hast. Tolles Video, gut gemacht. Freue mich jetzt schon mega auf das Spiel. Ich finde es super interessant und spannend, dass das Spiel mal in einer anderen Richtung der Pokémon-Welt geht. Ich liebe Pokémon von klein auf und kann es kaum erwarten, alles auszukundschaften und jedes einzelne Pokémon finden zu müssen. Sehr gut gemacht finde ich die ständigen Quests und seine Pokémon-Bälle selber zu erstellen. Ich finde, das bringt einen noch ein Stück näher an die Pokémon-Welt. Ich kann es schon kaum erwarten, es endlich spielen zu können. Und diese Meinung bzw. diese Gedanken eben zu Pokémon Legenden Arceus kann ich nur von ganzem Herzen mit dir teilen. Es ist eine ganz andere Spielerfahrung als zuvor. Ich bedanke mich bei allen anderen da draußen, die eben auch an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben. Seid nicht traurig, es wird jetzt bestimmt nochmal was geben, was ich verlosen kann. Vielleicht dauert das auch gar nicht mehr so lange. Aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Pokémon Legenden Arceus. Seid nicht böse, das eben, ich hätte es am liebsten für euch alle komplett verteilt, weil ihr alle habt dieses Spiel verdient und man muss sich drauf einlassen. Es ist etwas ganz anderes. Und hätte ich die Möglichkeit, hätte ich vielleicht auch noch 2-3 weitere Exemplare verlost. Aber es ist wirklich nur eins. Und das werde ich jetzt eben dir zuschicken, liebe Sapse. Ich hoffe, du freust dich über den Gewinn. Und ja, wir sehen uns schon bald wieder in Folge 5 von Pokémon Legenden Arceus. Ganz schöne Zeit auf bela.de und wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut und weiterhin viel Spaß hier auf meinem Kanal.